Der in Perchtoldsdorf ansässige Künstler Mido Hussein zeigte seine Arbeiten in einer Ausstellung zum Thema Klimawandel in der Rüstkammer der Burg Perchtoldsdorf. Das Thema Klimawandel im Moment geht alle an und ist auch sehr aktuell. Die Erde brennt überall und flutet auch überall. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wirklich ein bisschen Interesse. Also die Dürre und Verwüstung, Australien, in Afrika, im Nahen Osten, überall in der Welt. Und diese Dürre bedroht die Erde und wird langsam problematisch mit Wasser bzw. mit Erdbeben, Vulkanen, wie wir gesehen haben in Palma in Kanarien. Ich male seit langer Zeit Acryl auf Leinwand, teilweise auch mit Spachtel und Bintel. Ich lasse immer die Farbe sprechen. Meine Bilder auch sind in SachiArte.com in Los Angeles. Und ich versuche eigentlich meinen Stil zu entwickeln. Ich komme aus Ägypten. Ich bin hier seit ca. 40 Jahren in Österreich. Ich habe promoviert 1990 in Wien über griechische Mythologie. Ich habe auch einige Bücher, literarische Bücher, Roman bzw. auch Poesie, Theaterstücke und einiges auch auf Deutsch ins Arabisch übersetzt. Es ist ein Ausdrucksmittel, genau wie Poesie und wie Theaterstücke. Ich finde eigentlich mehr Freiheit in der Malerei, beziehungsweise grenzenlose Freiheit, viel Fantasie und auch viel Abstrakter.